Hallo, willkommen. Was ich so toll beim kurzen Spiel finde, ist, dass man so viele verschiedene Varianten verwenden kann, um den Ball dicht an die Fahne zu spielen. Ich bin jetzt 20 Meter von der Fahne. Mein Ball liegt auf dem Fairway, ziemlich kurz gemäht. Da ist es vorgrün. Nur ich denke, du solltest ruhig alle Varianten ausprobieren, was ich jetzt zeige. Vielleicht kannst du auch alle einsetzen, aber wenn das zu viel ist, wirst du bestimmt so herausfinden, was am besten für dich klappt. So, ich fange mit dem Putter an. Ich denke, das ist eine ganz beliebte Methode. Es ist ein bisschen feucht, der Boden, so ich werde hier richtig mal ein bisschen Gas geben müssen. Vielleicht sogar mit ein bisschen Handgelenk. Man kann einfach nichts kaputt machen. So, jetzt mache ich den Putt-Chip. Ich habe hier ein Eisen 7. Sowas wird wenig benutzt heutzutage. Aber ich stehe recht nah am Ball. Kopf ist fast über den Ball. Die Spitze berührt den Boden. Hände sind schön hoch. Und jetzt putte ich mit meinem Eisen 7. Ging auch. So, jetzt der Standard-Chip. Von dieser Entfernung empfehle ich immer meinen Schülern, Eisen 9 zu nehmen am Anfang. Da muss man aber auch gucken, wo der Ball aufkommen sollte. Übrigens, das Standard-Chip, ich benutze einen normalen Griff. Beim Chip-Putt kann man den Putte-Griff verwenden. Die Sohle ist flach auf dem Boden. Man steht nicht ganz so nah am Ball. Und der Schwung ist ziemlich gerade, man schwingt aber ein bisschen um den Körper. Und so ungefähr 8 Uhr, 4 Uhr. So, jetzt möchte ich, dass mein Ball kurz vor dem Grün landet. Und jetzt richtig nah. Und jetzt mache ich was Spannendes. Nehme meinen Schläger mit am meisten Loft. Ich habe hier einen 60 Grad Lob Wedge. Und natürlich, wenn das klappt, dann sieht es gut aus. Aber tja, ob man das machen sollte, wenn man keinen Bunker vor sich hat, bin ich nicht so sicher. Okay, der Ball war am dichtesten von den vier, aber ich würde trotzdem nicht empfehlen, den Pitch zu machen mit dem Lob Wedge, wenn alles hier offen ist. Ich würde auf jeden Fall von den vier Varianten würde ich mal sagen, Standard Chip. Das bevorzuge ich. Okay, so probier sowas aus, experimentiere und finde heraus, was am besten zu dir passt. Tschüss, danke, dass du Golfen mit Freude besucht hast. Bitte abonniere diesen Kanal. Wenn du ein Handicap zwischen 36 und Platzreife hast, ist dieser Kanal richtig für dich. Bitte teile diesen Kanal mit deinen Freunden mit, damit wir gemeinsam besser werden können. Tschüss.